Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen in unserer Rezepteküche von etza.online. Heute mit einem verschleierten Bauernmädchen. Die Zutaten reichen für 4 Personen und euer Zeitaufwand ist ca. 60 Minuten plus 4 Stunden Wartezeit. Ihr benötigt 125 Gramm Pumpernickel, einen halben Teelöffel Butter, 250 Gramm säuerliche Äpfel, 50 Gramm Zucker, 1 Zentiliter Rum, 5 Gramm geriebene Mandeln, 125 Milliliter Sahne, 50 Gramm herbe Schokolade, 170 Gramm Himbeermarmelade und zu guter Letzt Schlagsahne zum Verzieren. Kommen wir nun zur Zubereitung. Die Butter in einer Pfanne zerlassen. Den Pumpernickel fein hacken und in der Pfanne rösten und abkühlen lassen. Nun die Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Dann etwas Wasser in einem großen Topf erhitzen, die Äpfelstücke hinzugeben und köcheln, bis sie weich sind. Nun die weichen Äpfel pürieren und mit Rum und Zucker abschmecken. Jetzt die Mandeln in einer ungefetteten Pfanne anrösten, unter das Apfelmus heben und das Ganze abkühlen lassen. Die Sahne nun steif schlagen und die Schokolade fein raspeln und unter die Sahne ziehen. Jetzt das Ganze in 4 Glasschälchen oder Gläser so lange immer abwechselnd die Schwarzbrotkrümel, Apfel, Mandelmus, Himbeermarmelade und Schokoladensahne schichten. So lange, bis die Zutaten verbraucht sind und mit einem Schicht Schwarzbrotkrümel abschließen. Anschließend etwa 4 Stunden abkühlen lassen, mit der Sahne verziert, servieren. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee@etza.online zur Verfügung, wünschen euch viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team.